rüber. Die heilige Theresia von Avila als erschöpfte Touristin in Münster. Ich komme aus Spanien, von weit her. Auch Edith Stein, die im Bistum Münster gewirkt hat, ist dabei. Gesundheit, Sie bräuchten vielleicht eine Zwiebel. Mechthild. Und Mechthild von Magdeburg, das bescheidene Edelfräulein aus dem 13. Jahrhundert, mischt sich mit guten Tipps unter das Volk. Zerschneiden Sie in etwas dickere Scheiben. Nicht nur heilen, sondern auch predigen war ihre Berufung eine unerhörte Sache für Frauen im 13. Jahrhundert. Wir sollen ihm nachfolgen. Wichtig ist es, dass man ein offenes Herz hat. Es ist egal, ob man Mann oder Frau ist. Wichtig ist, dass man barmherzig ist. Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist das Wichtigste. Ob auf dem Markt oder in der Stadt, einen Tag lang werden die historischen Frauen lebendig. Diese Idee kam auf bei den Vorbereitungen für die Themenwoche Frauen erleben Spiritualität, Entdeckungstour für die Seele. Also wir im Bistum Münster hier möchten gerne ein Modell schaffen, Entdeckungstour für die Seele, Frauen erleben Spiritualität, um die Vielfalt und die Botschaft Jesu Christi von Frauen zu zeigen. Wir wünschen uns und stellen uns vor, dass Kreisdekanate mit ihren Mitteln und Möglichkeiten genau das wiederholen. Eine Premiere war die Zusammenarbeit mit Theologiestudentinnen der Westfälischen Wilhelms-Universität. Anhand von Originalschriften verfassten sie die Texte. Diese drei Frauen, die wir heute hier zu Gesicht bekommen haben, sind eben ganz besondere Frauen mit einer ganz besonderen Gotteserfahrung, einer ganz besonderen Gottesbeziehung, die vielen vielleicht fremd ist, aber die nochmal Anknüpfungspunkte geben kann, um nachzudenken über die eigene Spiritualität. Ich finde das ganz spannend zu sehen, wie das lebendig wird, was wir so in der Arbeit vorher erarbeitet haben mit den Studenten, wie die Leute reagieren. Einige gehen dann weiter, einige bleiben stehen, aber die meisten sind ganz fasziniert. Eine Faszination, die damals wie heute trägt. Mechthild hatte sich ja entschieden, ein Leben mit Gott zu führen, auch gegen Widerstände. Und ich glaube, Mechthild ist eine wunderbare Frau, so auch als Beispiel, die Gott als Kraftquelle in sich selbst entdeckt hatte. Und das kann eine wunderbare, ich sag mal auch Kraftquelle für gestresste Frauen sein, die eben halt ganz viele Dinge unter einen Hut bringen müssen, wie eben halt Beruf, Familie, Kinder und anderes.